Jetzt ist abgekühltes Regen. Ja, auf jeden Fall, erster Tag vom Urlaub. Ja, gemacht habe ich gefühlt nur geschlafen und gegessen. Aber gut gegessen? Dafür habe ich jetzt schon mal das Unboxing von der Insta360 aufgenommen, die jetzt gerade am Laden ist. Und dann werde ich mich mit der noch ein bisschen auseinandersetzen. Und ich habe hier ein paar Pakete noch bekommen heute. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen was, was noch so kommen wird. Ich gehe mal die Kamera weiter. Was haben wir hier dran? Oh, ein Bärchenventilator. What the fuck? Ja, darüber mache ich noch ein Video. So, was haben wir hier wohl drin? Verpackung. Geil. So, einmal hier ein noch ein Ventilator fürs Handgelenk. Och nee, hast du die Scheiße ernsthaft geholt? Oh. Ein Spielzeugroboter. Und Handyhüllen von meiner Shield. Einmal fürs P30 Pro und einmal fürs Pixel 4. Falls so wenig Footage von ihm gibt, da ist der kleine Mann. Hat sich in den Wäschekorb versteckt. Na, ja, kommst du wieder raus, kleiner Mann, oder bist du weg? Na gut, dann tschüss. Was ist gerade passiert? Nix. Meine Kamera hat mir gerade in der Hand auf den Zeh gefallen, so auf den Fuß, mit der bösen Kante voraus. Wie ist das denn passiert? Das tat gar nicht weh. Und das am zweiten Urlaubstag, meine Güte. Ach ja, hallo, willkommen zu Tag 2. Hallo. Also wenn du jetzt die ganze Zeit so sprichst, dann lasse ich dir öfters die Kamera auf den Fuß fallen. Dankeschön. Bitte. Ja, wir bereiten gerade das ganze Gimbal-Gedöns vor. Wir wollen nämlich ein Drohnenvideo von beiden Drohnen oder nur von einer? Von beiden, okay. So, heute ist Tag 3 meines Urlaubs. Was das heißt, wir gehen halt Drohnen fliegen wieder und wir machen nachher Grillparty. Jetzt das hier, ja, gerade ist Finger gebrannt. Lecker, nom, 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 lecker. Nein, dicker Nudelsalat gibt es für die Jungs und mich und für sie. Ja. Mal gucken, mein Sauger und mich attackieren Hilfe. Ja, wie gesagt, heute Drohne fliegen. Wetter ist so mal Regenwolken zu sehen, aber kein Regen, aber sehr viel bewölkt und sehr windig teilweise. Also härtetest du die Drohnen vielleicht sogar.
Madame Butterfly ist am Fliegen. Probiert sich mal aus. Bouncing, bouncing. Hochkonzentriert. Das ist auch ein Display, wo du drauf gucken kannst, ne? Wusch. Scheiße, mich hat's erwischt. Oh. Ei, ei, ei. Oh. Wollt ihr durchfahren? Ihr seid doch so scheiße. Echt mal. Guck dir das an! Der hat einen Stamm. Ich war voll fest hier abends lang. Aber richtig. Warum haben wir das größte Brennnesselmeer der Welt genommen? So, Tag 3 des Urlaubs neigt sich dem Ende zu. Wir haben heute extrem viel Fahrrad gefahren, wir haben über 30 Kilometer, ich glaube 34 Kilometer, so haben wir heute geballert. Sind im Regen noch am Ende reingekommen, leider. Kann ich das mal abchecken, ob irgendwas am Equipment ist. Ja, wir haben lecker Grillabend gehabt, haben hier eine Menge Spaß gehabt und wir sind durch. Jetzt, wenn ich gerne noch länger geblieben wäre. Ja, aber dann wären wir vor den Regen geraten. Die Kollegen müssen morgen arbeiten. Ja, die Kollegen müssen morgen arbeiten, ich hab frei. Die wollten wir nicht zu der Erde. Hätten wir mehr unter die Nase rein müssen, hast recht. Ja, auf jeden Fall, wir gehen zu duschen, vielleicht noch ein schönes heißes Bad, um uns wieder aufzuwärmen. Und dann haben wir schon Tag 4 vom Urlaub. Schauen wir mal, was wir da machen. Plan ist nach Köln. Und vielleicht noch irgendwie andere Sachen. Wir schauen mal. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Bisschen dunkel, ne? So, heute ging es noch nicht nach Köln. Heute geht es gleich nach Philips oder so. Ich werde den ersten Laden laden. Und schauen wir mal, was es da so gibt. Sehen Sie im heutigen Vlog lange Dinger und kleine Dinger. Meine Bezahlung für heute. Tu das mal hier andersrum, dass das oben. So, wieder mit Awesome Action unterwegs. Ja, wir waren heute nicht mehr in Köln, haben lieber Haushalt gemacht und gechillt und geschlafen gefühlt. Es war gestern auch wirklich anstrengend. Wie lange haben wir geschlafen? 10 Stunden? Heute? Nee, zusammen, in der Nacht und jetzt am Nachmittag. Zusammen, kannst du nicht zusammen, ist egal. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns gerade was zu essen bestellt. Ich habe hier ein Milky Way, ist nichts mit Schokolade, ist mit Sahnesoße und Hähnchenstreifen und Pelz und Brokkoli. Pizzabrötchen und du hast eine Pizza mit... Also quasi wie ein Curry auf einer Pizza. Curry, Ananas und Gute. Ja, und dazu gibt es noch ein Eis, danach haben wir uns mal gegönnt.
Weil wir haben echt in letzter Zeit sehr viel gefahren. Wir haben ja gestern der Trip, der war 34 Kilometer irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube ja. Ansonsten, auf den Tag verteilt? Ja, auf den Tag verteilt. Wir haben wirklich gestern 34 Kilometer gemacht mit dem Fahrrad. Das war schon cool. Du musst dann mal Drohnen fliegen und etc. Ist auch natürlich super anstrengend. Puh, bin ich davon erledigt. Ja, ja, und das war dann halt, ich werde jetzt gleich noch dann aufnehmen. Ich muss auf Final Fantasy 7, ja, Final Fantasy 7 aufnehmen für den Kanal, Game-Kanal. Assassin's Creed habe ich inzwischen bis Juli fertig. Holy shit, da habe ich echt reingehauen in den letzten zwei Tage. Ja, und ansonsten, wie gesagt, aufnehmen noch und dann gucken, was morgen bringt, weil morgen wollen wir dann vielleicht nach Köln, weil Tiere brauchen ja Futter. Schauen wir mal. Und ich muss wieder arbeiten. Endlich mal eine Ruhe. Endlich mal frei von allem. Frei von Arbeit, frei von Freunden. Der freie Mann. Sturmfrei. Yeah. Nee, nicht ganz. So, Tag 5 von meinem Urlaub. Und heute wird nur gezockt. Heute wird für den Gaming-Kanal vorproduziert. Und zwar Final Fantasy 7. Ich hab Bock drauf. Ich hab die Nacht jetzt schon ein bisschen was gezockt gehabt. Hab leider. Bin eigentlich recht gut wach geworden und hab dann leider mal auf meinen gekuschelt und bin dann einfach wieder eingepennt. Und hab dann einfach bis 13 Uhr geschlafen. Lol. Scheiße. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal wach bleiben. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nachts wieder schlafe. Und erstmal Final Fantasy aufnehmen. Ich bin Bock nämlich gerade. Ich habe einfach in der Nacht, beziehungsweise abends, habe ich einfach 7 Folgen gemacht, komplett fertig. Hochgeladen sind die auch schon, ey. Krass, heftig. Weil ich will das Spiel halt noch in meinem Urlaub durchkriegen. Von daher wäre es besser, das noch zu schaffen. Das wäre gut, das durchzukriegen. Am liebsten noch Assassin's Creed durchkriegen und gegebenenfalls noch Doom. Dann habe ich mich dann, wenn jetzt im Juni allerdings im Last of Us 2 kommt, habe ich dafür jede Menge Zeit. Und dann kommt ja noch eine Woche später, kommt ja noch Ghost of Tsushima oder wie es heißt, irgendwie sowas, irgend so ein Ninja-Spiel. Da könnte auch ziemlich geil werden, deswegen habe ich dann dafür nicht dann genug Platz. Ich habe gerade auf den Ohren die Musik von Final Fantasy. Das ist ganz geil eigentlich. Gut, wir sehen uns das nächste Mal, oder beziehungsweise uns gleich wieder. So, ich bin dann noch raus unterwegs und habe gerade erfolgreich erstmal meine Mini geschrottet, nicht geschrottet, gecrashed. Ich dachte zuerst, der Gimbal wäre Schrott, aber nach einem Neustart funktioniert der Gott sei Dank wieder. Warum ist jetzt gerade aus? Aber man kann vielleicht schon sehen, so ein bisschen Dreck ist drin. Ein bisschen was mitgenommen hat sie, aber ist noch heile und funktioniert. Gott sei Dank. Weiter geht's.
Heute ist der Mittwoch. Das ist also Tag Nummer 6. Ja, Tag Nummer 6, ne? Inzwischen. Ja, ich habe gerade mein Fahrrad repariert. Denn das war wieder mal am Gang defekt. Der Kranz ist sehr krumm. Ich muss mir mal noch einen Termin in meiner Fahrradwerkstatt holen für die Inspektion. Beziehungsweise halt zum Reparieren. Wahrscheinlich muss der komplette Kranz ausgetauscht werden. Kostet mich vielleicht was. Ja, ansonsten wollen wir noch einkaufen und ich kann es euch ja zeigen. Ich habe mir Monster geholt im Angebot. Aber das, in Anführungszeichen, gesunde Monster. Da, guckt mal. Bäm. 12 Paletten einfach. Das habe ich schon mal immer gemacht. Da habe ich dann 40 Euro für bezahlt, glaube ich, so um den Dreh. Für 12 Paletten. Also jetzt kommen 24 Dosen. Und jetzt habe ich gerade mal keine 24 Euro dafür bezahlt. Krass, dann was ich zu einer Unterschied nur zum Angebot war. Lohnt sich auf jeden Fall bei der Menge. Und der draußen Baulärm. Da habe ich wieder voll Bock, die zu lüften die ganze Zeit bei dem Lärm, wenn ich aufnehmen will. Und ich muss noch, da liegt mein MacBook noch, ich muss noch ganz viel schneiden. Ich habe nämlich für diesen Vlog zum Beispiel noch gar nichts geschnitten, gar nicht, ob ich das machen werde. Ob ich das in mehrere Parts aufteilen werde oder so, ich weiß nicht, mal schauen. Aber auf jeden Fall habe ich erstmal genug Videos schon vorproduziert auf dem Kanal. Also ich bin, was das angeht, momentan echt im Flow drin. Passt, läuft bei mir. Aber ich werde denke ich mal noch gleich noch ein bisschen rausgehen, weil es wird das einfach Bombe. Ich will nicht den ganzen Tag hier drin hocken und arbeiten. Mal schauen. Wusch. Oh, das Ding beschlägt ja richtig. Willkommen zu einem neuen Tag. Heute schauen wir mal, was wir heute machen. Ich habe wieder vor, viel aufzunehmen. Habe in der Nacht noch mein Video zur Wildlife Camp fertig gemacht. Was ich ganz lustig finde eigentlich. Das Video an sich war eigentlich nichts Besonderes. Also ich habe einfach nur die Wildlife Camp vorgestellt. Und das Ding war sogar akzeptabel, deswegen konnte man da kein richtiges Trash-Video draus machen. Deswegen habe ich dann halt durch Editing halt ein bisschen mehr rausgeholt, sage ich mal, ne? Was interessanter ist. Ja, ein schöner Urlaub, ich brauche mich nicht rasieren. Oh, mein Bart wächst und wächst und wächst, ey. Geil. Ja, ich ziehe mir jetzt zum Frühstück ein paar Instant-Rahmen rein, damit ich das warmes habe, weil ich weiß nicht, wie gesagt, eigentlich will ich aufnehmen, aber ich muss eigentlich noch andere Dinge erledigen, und deswegen vielleicht mache ich die zuerst, hier noch mal schauen. Heute soll es, glaube ich, auch nicht so warm werden. Wie viel Grad soll es heute werden? 21? Ja, ist deutlich kühler als gestern. Gestern waren es irgendwie 27 Grad mehr. Jetzt hier mal schauen, ob ich den Tag organisiere, plane. Oder vielleicht mache ich auch wieder einfach irgendwas Spontanes. Na, da war ich doch noch draußen. Aber ich bin die Futter geholt und ja. Puh. Rückweg nur bergauf leider. Puh, merke ich auch, aber es hilft. Ich bin jetzt seit ca. 4 Wochen dabei. Seit, ich glaube Anfang Mai ca. war es jetzt. Fahre ich alles mit dem Fahrrad nur noch und es hilft ungemein. Ich habe am Anfang nicht gedacht so, scheiße, wie willst du das denn machen? Jeden Tag von zur Arbeit hin, zur Arbeit zurück. Vorhin dachte ich mir immer, hast du echt Tage gehabt, so wo du dachtest so, fuck, jetzt muss man mit dem Fahrrad noch nach Hause fahren. Aber es ist beim Weitem nicht ansatzweise so schlimm, wie ich erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Anfangs klar anstrengend so, aber mit jetzt nach einer Woche, zwei Wochen hat man sich dran gewöhnt und dann geht das vollkommen klar, muss ich sagen. Also ist jetzt super und wie gesagt, ich mache jetzt alles. Ich bin jetzt eben Futter für die Tiere fahren gegangen, war jetzt circa insgesamt eine Stunde unterwegs und ja, klar ist eine Zeit, aber sagen wir so, ein Auto wäre ich vielleicht 10 Minuten schneller gewesen bei dem Verkehr und so. Deswegen, das ist also vollkommen okay. Und ich tue was für meinen Körper, ne? Und man sieht doch was, von, viel mehr von der Natur. Im Auto ist immer eine stupide Straße, Radfahren, kannst du noch, klar muss ich auch nach vorne konzentrieren und so weiter, dass du niemand reinfährst und so, aber du kannst dich viel mehr auf Wege konzentrieren, auf die Natur und vor allem kannst du als Radfahrer auch Wege fahren, kannst du im Auto nicht fahren und dann siehst du richtig krasse Natur. Deswegen, ich habe echt Spaß dran
Und ich werde es auch durchziehen. Sagt, kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr wirklich Bock habt, beziehungsweise wenn ihr Probleme habt mit Gewicht oder mit Kondition etc. und ihr überlegt, irgendwas zu machen, aber findet keine Motivation dazu, fangt mal Fahrradfahren an. Erst so privat so ein bisschen vielleicht, dann denkt ihr, dann steigert ihr das, dass ihr dann halt, wenn ihr die Möglichkeit habt, damit zur Arbeit zu fahren. Und dann macht ihr irgendwann dann halt den Schritt, wo ihr sagt, okay, ich mache jetzt gefühlt alles mit dem Fahrrad. Außer natürlich jetzt Großeinkäufe, das kann man nicht mit dem Fahrrad stemmen unbedingt. Beziehungsweise wird echt heavy. Ich habe ja schon einmal Einkauf gemacht mit schweren Einkauf mit dem Fahrrad. Das ist echt, ich war gefühlt die doppelte Zeit plötzlich auf dem Rück, habe ich gebraucht als normal. Und man hat es auch richtig gemerkt. Es sind zwar Räder wirklich dann, sag ich mal, von 10, 20 Kilo vielleicht, aber das merkst du ja auf dem Rad beim Treten schon extrem, muss ich sagen. Hätte ich erwartet, aber gut, vielleicht ist es auch nur am Anfang so wie bei mir. Deswegen, lasst euch nicht entmutigen, probiert's aus, macht's. Ich dachte, ihr müsst ja nicht Unmengen an Geld für ein Fahrrad ausgeben. Reicht, wenn ihr am Anfang für ein Fahrrad, sag ich mal, 500 Euro ausgibt. Dass ihr wenigstens nicht das Billigste vom Billigen habt. So ein bisschen Qualität, sag ich mal. Und das ist halt reicht, dass ihr damit fahren, dass ihr Spaß habt beim Fahren. Weil wenn ihr euch wirklich diese Räder dafür 200, 300 Euro kauft, habt ihr auch keinen Spaß beim Fahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Gebt lieber ein bisschen mehr aus am Anfang, probiert es. Und wenn ihr dann sagt, okay, cool, ist geil, läuft, dann könnt ihr auch vielleicht daran denken, euch noch ein teureres Fahrrad zu holen. Dann bin ich auch momentan noch am Überlegen, ob ich mir vielleicht doch ein Elektrofahrrad noch zulegen sollte. Aber das ist vielleicht mal in Zukunft. Mal schauen. Da habe ich mir so ein paar in Auge, sage ich mal. Wenn das alles so klappt und so, könnte ich das auch nehmen. Dann habe ich so eine Art Citybike, sage ich mal. Ist dann noch entspannt. Zum Radeln habe ich ein Fahrrad, wo ich sagen kann, ich mache Radtouren mit. Und ein Fahrrad, wo ich sagen kann, ich will damit eben so entspannt irgendwo hinfahren oder so. Klar bewege ich mich damit auch, aber deutlich weniger und man kommt deutlich nicht so verschwitzt dann, sage ich mal. Gut, das soll es wohl vom Tag gewesen sein, denke ich mal. Ich werde jetzt noch aufnehmen und ja, vielleicht mache ich noch einen Kochschalt auf was oder so. Vielleicht zeige ich euch dann noch ein bisschen was. Mal schauen. So, da bin ich wieder. Doch, melde ich mich heute noch mal wieder. Denn ich habe hier noch ein Köfferchen mit der Tello dran. Und die fliege ich jetzt einfach mal ein bisschen. Und ich habe ein bisschen Spaß mit der. Ich versuche zumindest mal. Vielleicht klappt es ja. Ich habe jetzt mal die Osmo-Action auf ein Stativ gepackt und guck mal, wie ich damit filmen kann, ob das gut geht oder nicht. Werden sehen. So, wie man sieht, die Tello ist sehr. Oh. Ups. Da hat sich gerade mein Geringkit verabschiedet. So, der Akkustand war zu niedrig. Jetzt müssen wir darauf warten, bis er sich wieder verbindet. Oh, schön, dass der Akku auch niedrig. Müssen wir nochmal einen anderen nehmen. Tja, Worst Case Szenario. Da bin ich 2 Sekunden mit der drunter geflogen, dann geht's nicht mehr, weil alle Akkus leer sind. GG ja nicht. So, neuer Tag, neues Glück oder wie, ne? Wir haben 5 Uhr morgens, die Nacht war also relativ kurz. Ich bin mit dem Hamster hier unterwegs. Da ist der Fratz. Nee? Ja, ich habe gerade die Musikbox auseinandergenommen. Hat war schon gut funktioniert, auch mit Simba war auch möglich. Und es funktioniert sogar alles noch. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass eigentlich das Ding ist am auseinandergebaut und dann total Schaden. Aber gar nicht. War überraschend gut. So, ich werde jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Werde jetzt warten auf meine Bestellung von Amazon. Da kommt noch ein bisschen was, das zeige ich euch auch noch. Und da kam, hat Amazon geklingelt. Das schon gekommen. Kurbel. Das sind Verlaufsfilter, ND-Filter etc. Ja. Ein Filter. Dann haben wir noch eine Box. Noch ein Paket und dann war hier das drin. Na, wisst ihr, was du siehst? Genau, die DJI Osmo Action. Das ist eine Insel. Ja, das ist eine Action. Na, seht ihr den Unterschied? Wir sehen auf jeden Fall. Man sieht die Linse gar nicht mehr. Also dafür, dass nur ein 4er ND-Filter ist, ist es schon sehr stark eigentlich. So, und jetzt seht ihr mich wieder. Und jetzt tue ich wieder die normale Linse drauf. Und. Et voilà, fertig. Ich denke mal, wo ich das jetzt gesehen hatte, denke ich mir so, wäre es nicht geil, wenn DJI noch einfach
Telelinsen für die Action rausbringen würde, dann könnte man die echt zu so einer kleinen Kamera umbauen oder zu einer richtigen Kamera. Das wäre ziemlich geil, muss ich sagen. Ich hoffe, vielleicht in der Zukunft noch was kommt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einmal ND-Filter für die Awesome Action und einmal dicke Filter, Verlaufsfilter, ND-Filter, etc., Vollfilter für meine Kameras. Ich habe natürlich verschiedene Objektivgrößen, aber ich habe Adapter dafür, das heißt, ich schraube einfach die Adapter auf die Kamera, die Filter auf die Adapter drauf und dann passt das alles wunderbar. Gut, jetzt zocke ich weiter COD. Ich muss Waffen auf Gold spielen. Das ist ätzend. Du musst das gleich erstmal nochmal mit Shirt sagen. Warum? Okay. So, der letzte Tag des Urlaubs. Hat schon mal damit angefangen, dass ich mir den Bart abrasiert habe. Ich glaube, das ist kein Weihnachtsmann mehr. Schade. Und ich habe eine neue Frisur. Kann man das sehen? Sieht man das? Sieht man das? Ja. Ich glaube ja, oder? Muss alles ein bisschen trocknen und so. Dann schauen wir mal. Ja, ich mache jetzt mal Pancakes und dann gibt's lecker Frühstück. Ja, ich mache Pancakes und fertig ist schon. Ist einfacher und schneller. Ich habe aber einen Mangel an diesen Pancakes. Man soll bis zur Markierung füllen. Wenn man fertig geschüttelt hat, ist die Flasche noch halb voll. Soll das so sein? Laut Beschreibung ja, aber man haben sie auf die Beschreibung draufgeschrieben, dass man den Teig vorher, also das Pulver vorher schütteln soll, weil sonst poppt das alles fest. Haben sie früher auch nicht gemacht. Nee, ich rede mit der Kamera. Und so, mehr Öl nehme ich dafür nicht. Denn das wird reichen. Die Flasche ist inzwischen gut aufgebläht und deformiert. Das steht nicht mehr gerade. Düp. Ganz auch professionell mit Mini-Pfannenwender. Ich bin mal waschmaschinell auf dem Nebenbei. So, ich glaube, es wird Zeit zum Wenden. Ich versuche mal den Kleinen wieder anzuwenden. Zack, klappt sogar. Klappt der Große auch? Zack, natürlich. Der hier auch. Zack. Richtiger Profi. Oh, sagt er und verkackt dann. Egal. Sieht ja schon geil aus. Was? Es verschwindet immer beim Kochen was zu essen. Ist normal. Man muss das Produkt testen, ne? Daumen nach oben.